So, Leute, hier ist wieder Draclinus mit Let's Play Bloodborne. Im letzten Part sind wir im verbotenen Wald weiter rumgestapft und haben da hinten eine Höhle gefunden, die uns tatsächlich zu Yharnam, spezifischer noch Josefkas Klinik, führte. Das hängt echt zusammen. Und wir haben Josefka gesehen. Wir haben gegen sie gekämpft, aber sie lebt. Sie war ziemlich stark. Meine halbierten Blutfiolen da sind ein Resultat davon. Dass er das nicht gehört hat. Immer noch zu stark. Das sage ich gerade dem, der mich verfolgt. Wow. Da ist, ihr wisst schon. Der ist echt so verdammt stark. Aber er wird mich nicht ewig verfolgen, nehme ich an. Verdammte Käfige, verdammte Bäume. Ich werde nicht zulassen, dass ich jetzt deswegen sterbe. Guck dich ja die Blutechos an, die ich habe. Das gebe ich nicht auf. Du wirst durch meine Hand sterben, hörst du? Ein Glück, dass ich so viele Blutfiolen gewonnen habe. Ich wusste nicht, dass er schon wieder kommt. Hör auf, deinen Sack zu schwingen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das in diesem Spiel mal sagen werde. Oder jemals. Das sind echte Surprise-Wörter. Was passiert, wenn man um 2 Zentimeter verfehlt? Mein Speer ist in ihm, aber die Hitboxen... Oh, oh. Ich bin irgendwo unten gelandet. Ich mag das gar nicht. Wie er mich mit dem Sack trifft. Ist mir echt unbegreiflich. Hab dich. Zwillingsblutscherbe. Okay, die kriege ich auch von anderen Gegnern weit einfacher. Aber er ist tot. Okay. Warum bist du hier und warum ist dein Tor offen? Ich habe mich nur verlaufen. Was ist deine Entschuldigung? Okay, geschafft. Oh. Eine riesige Palisade. Gut, für dieses Item habe ich mich hier hingekämpft. Bestiengebrüll. Da ist es. Bestiengebrüll. Eins der verbotenen Jägerwerkzeuge des ehrfurchtslosen Issi. Nutze die Stärke der fürchterlichen untoten Dunkelbestien, wenn auch nur kurz, um deine Feinde mit der Gewalt einer brüllenden Bestie zurückzuschlagen. Das unbeschreibliche Geräusch wird über die Stimmbänder des Nutzers übertragen, was die Frage aufwirft, welche schreckliche Dinge im Körper des Menschen schlummern. Arkankraft 15, genau wie bei dem alten Jägerknochen. Der Rollschritte beschleunigt. Okay. Da unten also. Aha. Muss doch, ich habe da eben noch was aufblitzen sehen. Mein Angriff hat nicht geklappt. Warum sollte deiner klappen? Nenn mir einen Grund. Kannst du nicht? Oh, schade. Jetzt hat dein Angriff doch geklappt. Ist mir doch egal. Fall runter, Darth Maul. Okay. Sie werfen aber nicht mehr mit Öl. Sie haben wirklich schon Molotow-Cocktails als Standardmunition. Nenn mich Draclinus. Passt auf. Ich greife hier schon ordentlich vorweg, kann das sein? Da ist nämlich das Dorf und da leben noch alle. Ich wollte ihn erst ignorieren, weil er nicht wirft, aber dann hat er angefangen zu werfen. Sumpfleichen.
Tja. Das müssen wir nutzen. Das ist also Öl. Das glitzert so, weil es Öl ist. Sehr interessant. Gegen Sumpfleichen ist eigentlich auch dieser Modus der Waffe besser. Hier brennt nichts mehr? Okay. Okay, das haben wir. Wer ist hier nicht? Wie so ein abdüsender Motor. Noch mehr Sumpfleichen. Ich überspringe total dieses Dorf, was da war. Mein Wille ist es auch ein Weg. Manchmal auch gerne zwei. Ich wollte schon sagen, wenn das klappt, habe ich einen frei. Huh? Gerne doch. Zwei Stück. Wow. So viel lukrativer. Ein Weg. Ja, damit komme ich an den Molotow-Werfern und allen vorbei und den Sumpfleichen. An allem, was ich getötet habe. Aha, man muss sogar von hier aus durch. Das ist eine Abkürzung. Kräftiger Blutcocktail, ja. Oh, jetzt bin ich im Dorf. Irgendwo hier müsste auch diese Fallfalle sein. Fallfall Games. Nicht Telltale, sondern Fallfall. Die haben es einfach mal gemacht. Na, wenn das mal keine Fallfalle ist. Ihr seid verflucht. Bin ich dann der verdammte Fluch? Dich habe ich schon mal von oben gesehen. Für euch. Danke, Quecksilberkugeln. Ha. Niemand da? Nix da. Bestienbluttabletten. Durch die Tür gegriffen. Also durch die Wand. Hm. Nun gut. Dann haben wir das auch erforscht. Und Quecksilberkugeln kann ich echt gar nicht mehr aufnehmen. Was sind da unten? Mich interessiert's. Man kann hier ein bisschen lang stolzieren. Ich glaube, es sollte nicht so schwer werden, wenn ich runterfalle. Ich bleib bei meinem Feuer und alles ist gut. Es sind nur Raben. Fällt ihr in den Graben, dann fressen ihn die Raben. Hopp, hopp, bereit. Oh Gott, ja. Mensch, sehr schön. Haha, das passt, dass Raben in dem Graben sind. Oder Elstern. Boah, diese Holzplanke, das war physikalisch unmöglich. Oh, hi, Leute. Ich nutze das nochmal, weil es bietet sich gerade echt so an. Sprichst du da gerade über dich? Ich weiß, das sagt ihr, aber trotzdem. Irgendwas passt da ja nicht. Weil ich bin keine verseuchte Ratte. Eine Ratte schon gar nicht. Ah, it came full circle. Hier waren wir am Anfang. Ihr auch nicht. Schon mal darüber nachgedacht? Ich schleife dich mal weg. Gut, damit ist das Dorf auch abgehakt. Okay, ich dachte gerade, da krabbelt jemand raus, aber nein, das ist nur eine abspackende Leiche. Und da ist wieder der Sumpf. Okay. Wenn wir hier hinten nichts haben, dann haben wir alles erforscht. Ah.
Die Falle. Da ist die Fallfalle. Die erste, von der ich gesprochen habe, bevor ich das hier entdeckte. Gut. Nutzen wir einfach wieder den Pfad um das Öl herum. Warum nicht? Warum sollten wir denn nicht? Nur mal zur Sicherheit. Kann echt sein, dass wir es brauchen. Wow! Ich wusste gar nicht, dass ich schon weiter bin, als ich war. Ich hab's echt nicht erkannt. Gegen den normalen Bewohner, es sticht definitiv nicht das Wahre vom Ei. Ihr seid verflucht! Wir alle, mein Freund, wir alle. Dann nimmt keiner den anderen was raus. Hätte ich mir denken können, dass das Quecksilberkugeln sein müssen. Es sind immer Quecksilberkugeln. Nett. Den Typen kümmert das absolut nicht, dass da ein Typ mit der Kanone schießt. Er könnte ja erwischt werden, aber nein, er geht da ganz leger über die Straße. Ich schätze mal, ich weiß, was ich zu tun habe in eines der Häuser. Ja, ich kann an der Kanone eigentlich sehr leicht vorbei. Guckt euch das an. Von Haus zu Haus geht's sogar. Interessant. Und da ist der legere Typ. Nein, das war der nicht. Der hatte doch eine Axt, oder? Die Axe-Effekt. Also muss ich mich jetzt vorne und hinten von der Seite von Kanonenschüssen in Acht nehmen. Ich glaube doch, der war's. Das war sehr schnell, hä? Dem konnte das menschliche Auge kaum folgen. Ich bin so voller Blut. Ich habe 63.000 Blutechos? What? Ich mache den Blutecho-Overkill. Aha, versuche jetzt mal zu schießen. Du musst mir nicht zeigen, wo du hinschießen wirst. Ich guck da nicht hin, bevor ich dich getötet habe. Ah, dahin hat er geschossen. Ich würde schon sagen, wenn du mir Quecksilberkugeln gibst, da oben geht's hin. Ach, das ist die zweite Mühle, die wir da sahen. Ich kann selbst feuern. Interessant. Gerne nochmal. Hibi! Kann ich irgendwie zielen? Nein? Klappt nicht so recht. Was drücke ich da eigentlich in der Animation? Ich gehe da hin, drücke an dem Hebel rum und dann war's das. Boah, ich finde das so spaßig. Wir haben da noch ein paar Häuser zu erkunden. Ich kann mich bestimmt auch von meiner eigenen Kanonenkugel erschlagen lassen. Weshalb du damit durchgekommen wärst. Überleg mal, Freundchen. Okay, das war schon ein bisschen überzeugender. Zugegeben. Zum Glück ist mir wieder, was ich verbrauche. Ja, ich habe angefangen zu reden, bevor er mir tatsächlich gegeben hatte, was ich brauchte. Aber ganz ehrlich, ich konnte vorhersehen, dass das Blutfiolen oder Zwillingsblutscherben sein sollte. Also war es ein No-Brainer, dass es mir helfen würde, ne? Dass ich es brauchen würde. Oh mein Gott, ich steig jetzt in mich rein. Nette Geräuschdämpfung. Überall Spinnweben. Na, ist auch alt. Dahin ist ein Typ mit seiner Laterne. Ich glaube, ich nehme mir ein Beispiel an ihn und zünde meine. Boah, ich mag die Geräuschkulisse hier echt. Hört euch diesen starken Wind an. Wenn hier nicht ein Yu-Gi-Oh! Starker Winddrache horst, dann weiß ich auch nicht. Huch! Die Planke da oben existierte nicht. Verdammt! Jetzt komme ich nicht mehr zurück.
Das ist tief. Tiefgründig, Leute. Der Wald zwischen Janam und der Akademie wurde zu verbotenem Gelände erklärt. Der verbotene Wald. Dann ist das da hinten die Akademie, auch bekannt als Bergenworth. Das habe ich mir größer vorgestellt, aber dann, wenn wir davor stehen, ist das bestimmt 30.000 Meter hoch. Also haben wir... Ich denke mal, das ist Bergenworth. Dann ist Feuer. Und dich habe ich nicht wahrgenommen, bis es zu spät war. Was hast du da eigentlich für eine Waffe? Das ist eine andere, als die anderen haben. Alter, voll den Nageltreiber hier. Jetzt ist er runtergefallen. Ich liebe die Geräuschkulisse hier, das muss ich echt sagen. Außerdem, warum muss es denn immer ein verbotener Wald sein? Kann es nicht mal ein erlaubter Wald sein? Der genehmigte Wald wäre mir auch schön. Oder der... Wenn du es dich wagst, darfst du ihn betreten, Wald. Aber nicht unbedingt immer der verbotene Wald. Mensch. Und damit ist die Geräuschkulisse langsam wieder erstorben. Nett. Wow. Giftmesser. 8 Stück. Noch mehr Giftmesser. So, das heißt, hier kommen Gegner, die schwach gegen Gift sind. Boah, ich bin blutig. Noch eins. Ah, ein Kannibale. Oder auch ein Kennibale. Leute. Ich stehe sogar auf meinem Kanal, deswegen ist es keine geheime Info. Mein Name ist Kenny Mühle. Ich bin auf einer Mühle, war gerade in einer Mühle und da ist ein Kennibale. This game was made for me. Er hat hier eine Familie getötet. Eine Gläubige scheinbar. Ja, das ist so ein Klerikergewand. Wow! Verflucht. Erschreckt mich nicht so. In einer Nacht wie dieser. Ich habe euch für ein Monster gehalten. Oh, den Stern sei Dank, hier wirkt recht normal. Habt ihr diese schreckliche Bestie erledigt? Oh, ich hatte solche Angst davor. Ich stand da wie festgenagelt. Und dann seid ihr gekommen. Tja, wenn ihr ein Jäger seid, dann kennt ihr vielleicht einen Zufluchtsort? Naja. Ich glaube nicht, dass das so toll wäre, einen Kannibalen dahin zu schicken. Na klar, natürlich. Ich hätte es wissen sollen. Hier bricht alles zusammen mal wieder. Das ist der Fluch von Janem. Mal wieder? Oh, habt ihr ein schönes... Na klar, hier, das ist der Fluch... Er weiß von mir. Habt ihr eine Schraube locker? Oder ist das euer tierischer Instinkt? Ihr Jäger habt noch mehr Blut an euren Händen. Schaden genommen. Ich sag's nur mal. Okay, das ist machbar. Aber geile Stimme. Eigentlich wollte ich den Part beenden. Also den schicke ich nicht zu meinen Leuten. Kannst du vergessen, in keiner Speicherdatei der Welt. Boah, dieses Blitz, warte mal. Ist das nicht das Zeichen der Dunkelbestien? Sind Mörder, nichts anderes. Ihr nennt mich ein
wisst ihr denn schon? Ich habe nicht darum gebeten. Dunkelbestien sind, glaube ich, solche Blitzwesen. Oh, meine Güte. Der Typ könnte ein wahrer Boss sein. Also so ein richtiger Boss mit Leiste und allem. Ich habe kein Öl. Ich hätte noch Giftmesser. Ich habe so viele Giftmesser gefunden. Das muss für irgendwas gut sein. Okay. Ich bin hier keineswegs sicher. Und ich werde das auf keinem anderen Weg regeln. Jetzt habe ich ihn wenigstens mal erwischt. Er ist vergiftet. Aber Nahkampf gegen das Biest ist doch echt krank. Stirb, Bestie! Bestie, es regnet Blut, wie bei einem Bus. Also dann noch glaube ich wirklich, dass Josefka aus dem letzten Part tatsächlich für dieses Alienwesen in Verkleidung war. Wow. Das war also eine dieser Dunkelbestien. Wo ich das denke, guckt euch die Haare dieser Klaue an. Habt ihr seine geguckt? Das ist nicht alles. Den nächsten Hinweis hat mir Tonitrus gegeben. Oder Tonitrus, wie man es aussprechen möchte. Einzigartige Trickwaffe, entworfen von Eichenball, bla bla bla. Führt man diesen Morgenstern wie ein Streichholz, entstehen die gleichen blauen Funkeln wie bei einer Dunkelbestie, die sie bedeckt. Nun, das Streichholz. Oh, sorry. Ist so. Die blauen Funken, die Blitze. Und ihr habt den Typen gerade gesehen. Haarig wie die Klaue der Dunkelbestie, die wir im Inventar haben. Blitzend wie der Tonitrus, der dieselben Funken schlägt wie eine Dunkelbestie. Das war eine Dunkelbestie. Definitiv. Ich denke mal, das deute ich richtig. Dieser Part ist vorbei, ne? Danke fürs Zus... Oder? Ich muss gucken. Kleinen Moment. Aber ich denke mal, ich bin vorbei. Ja, danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out. Tschüss.